Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach in diesem Projekt hier weiterarbeiten oder aber ihr schließt es und öffnet das File Rock Anthem Base. Hier wählen wir wieder einen Ordner aus, wo alles entpackt werden soll. Ich nehme wieder den Desktop, drücke auf OK und nochmal auf OK. Um den Bass zu programmieren, klicken wir wieder doppelt auf die Bassspur. Ich mache wieder das Fenster etwas größer. Und für den Bass würde ich sagen, programmieren wir einfach ganz normale Achtel, die den Grundtönen der Gitarre folgen. Wir suchen uns erstmal die richtige Lage. Wahrscheinlich hier unten. Und da bekommen wir ein paar Rutscher. Genau, hier. Bei E3 wollen wir anfangen. Das Einzige, was wir noch ändern müssen, ist das Raster. Das ist hier gerade auf halbe eingestellt. Das heißt, im Moment ist es sehr schwer, hier irgendwas zwischen diesen halben zu schreiben. Das heißt, wir stellen das Raster mit einem rechten Mausklick auf Achtelnoten. Und dann gehen wir hier mal auf dieses Plus, um alles ein bisschen zu vergrößern. Und scrollen wieder zurück. Jetzt sehen wir ein Achtelraster und können unsere Note auf eine Achtellänge verkürzen. Ich zoome mal noch ein bisschen weiter rein. Einfach, dass wir unsere Noten ein bisschen besser sehen können. Jetzt schreiben wir einfach mal einen ganzen Takt voll E-Noten und hören uns das an, wie das klingt. Ja, ist schon gar nicht so schlecht. Wir könnten es noch ein bisschen lauter machen. Wir markieren alle und ziehen die Anschlagsstärke-Balken nach oben. Genau. Und um jetzt ein bisschen effizienter zu arbeiten, schließen wir einmal dieses Fenster und machen ein paar Kopien. Genau 4 Stück, ja. Unsere Akkordfolge, wo ist sie? Da, hat ja 4 Takte. Und markieren alle, machen wieder eine Region daraus, verbinden zu Clips, genauso wie wir es vorher zumindest bei den Strings gemacht haben. Und öffnen diese Region auch gleich wieder. Jetzt können wir den zweiten Takt nehmen und der soll ein C sein. Dritter war G. Und der letzte war D. Und da diese Akkordfolge ja dreimal kommt, können wir das auch wieder kopieren. Einmal Ctrl-D, dreimal. Als nächstes kommt der B-Teil dran. Dazu hole ich mir nochmal kurz die Akkorde hier. Ja, lass uns das mal hier rüberschieben. Um wieder Arbeit zu sparen, dupliziere ich diesen Takt noch zweimal. Und da unser B-Teil genau 6 Takte hat, verkürze ich diese Region auf 2 Takte. Ich kann die jetzt auch verbinden miteinander, wenn ich möchte. Verbinden zu Clips. Klick doppelt drauf und kann jetzt hier anfangen, die Basstöne zu ändern. Wir brauchen einen Takt C. Einen halben Takt D. Jetzt, da wir die Basstöne schreiben, interessieren uns natürlich die Basstöne hier auch. Also Fis. G kommt als nächstes. Wieder Fis. E. D stimmt sogar schon. Und dann noch einen ganzen Takt C und einen Takt D. Also einmal C. Und ein Takt D. Hören wir uns diesen B-Teil auch einmal an. Schalte die Lead-Gitarre mal aus. Das Einzige, was wir vielleicht noch ändern könnten, wäre hier diese D-Note ausklingen zu lassen. Da werden wir später aus dem Schlagzeug eine Pause geben. Und darum sollte die der Bass natürlich selbstverständlich auch machen. Markiere alle, drücke auf Entfernen und ziehe die Note in die Länge. So, das Einzige, was noch fehlt, ist unsere letzte Akkordfolge. Da können wir wieder einen dieser 3 Takte hier nehmen und das Ganze, indem wir die Steuerungstaste gedrückt halten, wieder hierher kopieren. Am Schluss markieren wir wieder alle Takte und verbinden die Clips zu einem Ganzen. Bevor wir jetzt mit den Drums weitermachen, würde ich sagen, hören wir uns noch einmal an, was wir bis jetzt gemacht haben.
Genau. Ich finde, man hat es ganz deutlich gemerkt, wie hier so eine kleine Pause entstanden ist in Takt 19. Hören wir nochmal kurz an. Und dann geht es wieder weiter. Und dasselbe brauchen wir natürlich auch am Schluss. Wir klicken noch einmal drauf und löschen diese Noten hier und ziehen die letzte D-Note in die Länge. Genau. Und schon klingt das Ganze nach einem guten Schluss. Im nächsten Video kümmern wir uns dann ums Schlagzeug.